It's Platheim, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Call of Duty Black Ops 3, die Kampagne. Ich bin nicht alleine, diesmal ist mit der Mutter-Nico mit dabei. Grüße. Der Nico, der Tobi, aka Psyche, ist nicht mit dabei, denn ja, bei ihm werden Leitungen neu verlegt. Und ja, let's go. Achso, ja, wir müssen in der Zentrale jetzt. Wir müssen hier rüber. So, Cyberkern. Okay. Dann machen wir den hier. Gut. Bis. Ah, ich bin aus Versehen raus. Warte. War ich ja. Ja. So, wählen. Wie die Waffe in der Luft hängt. Das war meine. Okay. Ich kann das mitgenommen. Schon okay. Ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Oktober 2065, Neuland, Zürich. Hey. Noch da? Willkommen zurück. Taylor. Ja. Weißt du, was mit dir passiert? Träume ich etwa? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei. Dann kannst du immer noch aufwachen. 12. Dezember 2054, 7:30 Uhr. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die VA-Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet.
Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich Direktes Neural Interface, DNI. Ich habe auch eins. So kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. Kranker Scheiß. Ob es das irgendwann später selber wirklich mal gibt? Ich glaube, so in der Form nicht. Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Jo, Taylor. Du bist ein Arschloch. Nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst. Ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. Okay, Waffen scharf. Okay, es geht los. Arschlöcher fertig. Oben meine Treppe sind zwei. Hab ich. Ganz rechts oben sind drei. Hab ich. Banane. Links oben bei dem Plateau sind auch noch welche. Hol ich mir. Hinter den grünen Müttern ist einer. Hab ich. Feinde voraus! Da oben. Okay, setze verbesserte Mobilität ein. Ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Ey, wie ich runtergekickt werde? Vorsicht, wenn ich das gerade habe. Wir sind da hochklettern, guck da. Granate geworfen! Granate! Verbündeter verwundet! Siehst du die roten und gelben Markierungen? Das sind Todeszonen. Hier solltest du dich nicht aufhalten. Verstärkung beim Truck. Oben sind zwei vor dir, ne? Hab ich. So, unterm Garagentor sich ein.
Da haben alle. Haben wir alle? Nein, rechts oben. Links oben ist noch einer. Dann passt er. Hab ich. Passt er? Ja. Der taktische Modus so oben im Haus sind zwei. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Auch wenn Deckung im Weg ist. Hab ich. Vorne ist Munition. Ah, den muss ich direkt den Hammer verpassen. So, Headshot. Nächster. Nimm dir mehr. Willst du das Magazin nehmen? Also ich hab's schon einmal genommen. Hä? Ich hab's schon einmal genommen, du kannst es drüben nehmen. Gut. Nice. Das DNI lässt uns nicht nur untereinander kommunizieren, sondern auch mit zahlreichen Computersystemen. Darunter so gut wie allen Drohnenbasiseinheiten. Zweifüßler, komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Aber die hier, die sind kinderleicht. Okay. Los, heck dich rein. Sieh nach, was jenseits dieser Mauer ist. Perfekt, oder? Irgendwo da durch ist ein Generator. Zerstöre ihn und die Tür sollte sich öffnen. Hast du keinen? Nö. Hast du keine anvisiert, Bruder? Nee, ich kann nicht. Cyber. Nö, ich kann es nicht machen. Musst du wahrscheinlich alle Dinge aufgeben, einfach. Ja, schieß auf die Bottiche. Vorne in der Mitte ist einer noch. Na gut. Hätte ich das gewusst, dass du dich eh noch so eine Drohne nehmen kannst, hätte ich hier überlassen. Ja, ist egal. Ohne Kugeln ist so gut wie verloren. Aber da hast du auf jeden Fall A2 auch Folge freigeschalten dadurch. Hm. Immer mit 10G und immer mit 20G. Bei diesen Geschützen ein.
Sehr gut. Jetzt richte es gegen sie und mach sie fertig. Nutze dein Umfeld. Schieß diese Fässer ab. Nice, so gut. Bist du in dem Geschütz drin? Ja. Da kommen aber immer noch Granaten geflogen. Okay, also ich hier bei keinen. Ah, hier, gut, hier sind es mal einer. Zwei. Das Versteck ist da vorne. Verbinde dich drin mit der Zentralkonsole. Sieh so viel Daten, wie du kannst. Das machst du jetzt. Ja, mach ich. Dass ich dir hier alles klaue. Hey, schon okay. Ganz ruhig. Nur einen Moment. Atme tief ein und sag mir, was passiert ist. Ich war in Äthiopien. Die KRs. Das alles passierte wieder. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Da tauchen Geräusche, Bilder. Worte aus Liedern auf. Du denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik, ein Flüstern in deinem Ohr. Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibrieren. Keine Sorge, alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Okay. Sie haben wen eingeschleust. Bei Coalescence. Er hatte alles Nötige, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Dir reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mist, Karl. Also die Technik scheint wohl noch nicht so ausgereift zu sein. Wohnhochhaus, 17 Uhr, 11. Dezember 2054. Von seinen Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK eins aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutete. Vor dem DNI musste man Bücher lesen. An der Akademie ließ Taylor mich viele davon lesen. Nun, manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Es wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ. Schicke die Position an dein Hut. Oh, ich muss ganz schön rennen. Na los, der Täter da. Achtung! Du musst darauf aufpassen, dass du keine Zivilisten kriegst. Ich sehe ihn.
noch. Weiter vorne so. Unser Junge hackt die Talents der ZSK. Was sagt ihr das? Er hat Panik bekommen. Er sitzt nicht an einem Computer. Er kann sie nur kontrollieren, wenn er auch ein DNI hat. Du bist schlau für einen Neuling, das gebe ich zu. Der Mistkerl bewegt sich noch. Verwende die Werbetafel, um die Magnetbahn zu überwinden. Aha. Er will ins alte Zürich. Los! So, runter, runter, runter. Oh, fuck. Wo bist du? Ah, fuck. Bin auch gestorben. So, ist aber so. Verwende die Werbetafel, um die Magnetbahn zu überwinden. Du verlierst ihn. Er will ins alte Zürich. Los. Wir müssen die Schwebedinger versuchen abzuschießen. So kriegt man seine Kritiker zum Schweigen, Neuling. Fuck! Irgendeine Cyberfähigkeit müssen wir ein. Ja, du musst zu LB und RB drücken. Ah, alles klar. Müssen wir hoch, du musst da. Schalte sie aus! Wir müssen drauf schießen. Verlier ihn nicht, Neuling. Schnapp ihn dir, Neuling. Das ist deine Chance. Schalte ihn aus. Jetzt haben wir ihn. Nicht so gut, was? Ich schätze, unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Das darf nicht geschehen, bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, zu sprechen. Das muss er nicht. Er hat ein DNI. Unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das DNI die früheren Erfahrungen des Subjekts auf. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein. Du könntest alles über die Pläne der Terroristen erfahren. Da ist doch sicher irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Subjekt ist. Der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Tod. Glaub mir, das ist kein schöner Abgang. Er ist sowieso schon tot. Außerdem ist er ein Terrorist. So, jetzt müssen wir alle Informationen bekommen. Vor ein paar Minuten wusstest du nichts. Was weißt du jetzt? Ich weiß, wo sie sind. Sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff. Hm. Was du durch dein DNI erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sage ich wohl als nächstes? Ergebnis. Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst. Wir sollten fortfahren.
Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab mit dir erst gewettet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du es weißt, wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. An die Arbeit. Wie du weißt, gehört es zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem DNI? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden an. Und muss hinter Luft gehen, in Rot. Oh, Scheiße. Lego? Ja? Du musst mich wiederbeleben. Jetzt für mich. Ah, ihr Schwein. Ich hätte noch hinten losgehen können. So. Auf dem Zug sind noch welche drauf. Hat hier das. Siehst du noch welche? Ja, hier hinten sind noch oben. Hier hinten, okay. Nice. Hier von der Waffe. Jüde? Ich habe jetzt eine ganz andere Waffe. Nutze diese Systeme, um beim Feind einen taktischen Vorteil zu gewinnen. Ja. Hier ist auch noch eine Munitionskiste, ne? Falls du euch brauchst. Im Zug ist einer. Hab ich. Na los, komm. Langsam gefällst du mir. So, wenn du das Zeug, das ist tot. Hinten sind wieder Roboter. Okay, kommst du zu mir gekommen? Ja. Gut, hab dich. Danke. Bitte. Achtung! Hab ich. Hier hinten kannst du deine Klasse wechseln, ne? Oh, nee, passt eigentlich gerade zur Zeit. Ja. Gut. Oh, sorry. Ja, kein Ding. Deckung! Sie setzen Rauchgranaten ein. Nein, du bist Steuerkreuz nach oben drücken lassen, machst du nach dich gehört. Das hab ich die ganze Zeit hier. Achso. Feindliche Bots kommen durch die Wände! Oh.
kaputt gemacht. Eigentlich safe gerade alles. Die Party ist noch nicht vorbei. Bewegung! Bots sind auf dem Waggon. Verleg sie! So, rechts. Oben im Haus sind welche drin. Ja, ich böse, Digga. Warte, das gerade an. Danke. Gar nicht schlecht, Neuling. Scheiße. Geh auch mal vor. Da ist noch einer drin. Ja. Ich geh aus, ne? Oh. Da im Zug ist einer drin. Hab ich. So, wir müssen. Ja, hier ist eigentlich alles safe. Gut. Dann machen wir hier durch und dann müssten wir eigentlich gleich. Oh, Scheiße. Du bist hart, aber ich komme sterblich. Eine Kugel im Kopf bringt dich zu deinem Schöpfer. Alles klar. Wir machen einen Soldaten aus dir. Los, los, los. Sollte Not, ich muss mich ein bisschen verstecken. Ja, alles klar. Nico? Danke. Bitte. Okay, aber das müssen wir mal hier holen. Na, ah, kann ich gar nicht. Scheiße. Trick auf den Arm. Gut gemacht, Mann. Und jetzt greif auf die Tür zu. Das machst du. Ja, mach ich. Was ist das für ein Ort? Hier
Es ist alles passiert. Aber die ist eigentlich richtig schnell. Der Computer da drüben sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Los, verbinde dich. Ich habe auch gesagt, dass es halt diesmal nicht 6 Stunden dauert, wie es normalerweise hier ist, sondern halt 12 Stunden, dass man die durch hat. Die Roboter, sie haben die Sicherheitsroboter gehackt. Sie haben den Sprengstoff reingebracht. Wir sind zurück beim Zug. Weißt du, was ironisch ist? Eigentlich hat der Angriff der Terroristen die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Cybersoldatenprogramm. Augenblick. Es ist 7:25. Du hast etwa 5 Minuten. Du warst schon mal hier, Neuling. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden. Glaub mir. Sie sehen dich auch als Feind. Ja, wir müssen die ganzen Roboter töten. Achte auf deine Flanke! Sie kommen durch die Fenster! Pass auf die Zivilisten. Hast du eine Pumpgun? Du wirst mir etwas tun. Oh. Auch nochmal so schlecht. Oh! Ich bin richtig wohl gerade. Danke. Bitte, kein Ding. Du ein bisschen hoch. Drück mal LB und AB, wenn du runtergehst. So, weiter. Der neurale Netzwerkprototyp befindet sich im Waggon direkt unter dir. Man könnte durch 6 Zoll CNT geschützt sein. Aber das ist gar nichts, wenn die Bombe hochgeht. Du beeilst dich wohl besser. Oder letzte. Nice. Fuck. Ja. Nice. Also ich finde es gerade übelst geil. Ja, das fetzt gerade richtig. An dem Ding ist eine Bombe. Wenn ich es hacke, wegschaffe oder den Waggon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel. Selbst mit einem Computer im Kopf, die Zeit reicht nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Moment. Das ist eine Magnetbahn. Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre. Ja, ist geschafft. Du hättest es nicht aufhalten und vom Zug verschwinden können. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Manchmal
muss man einfach loslassen. Taylor, wie geht's dem Patienten? Den Umständen entsprechend. Ich erwarte mehr. Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Hendricks wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet. Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet, Truppen in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser Pattsituation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellung zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendricks? 5 Jahre, grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. So, nice. Singapur. Einer meiner Lieblingsorte. Abgesehen von denen, die ich tatsächlich mag. Wir haben einen Termin mit unserem neuen Verbindungsoffizier. In der Quarantänezone. Also, wir haben es ja geschafft, mit der zweiten Mission. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.